Nvidia hat die Welt gerettet und ist nachbörslich deutlich gestiegen, nachdem die Aktie vorher 5% gefallen war. Also irgendwas muss da passiert sein zwischen der ersten Wahrnehmung der Zahlen und dann der zweiten Wahrnehmung der Zahlen. Dazu gleich mehr. Gleichzeitig hatten wir gestern das Fed-Protokoll. Und jetzt ist die erstaunliche Tatsache, dass die Swaps, die Fed Fund Futures, nur noch 3 Zinssenkungen in 2024 erwarten. Vor ein paar Wochen waren es noch 7. Und so sind wir jetzt wieder in der Situation KI-Euphorie, die eine Unterfütterung bekommen hat durch die Nvidia-Zahlen, vor allem den Ausblick gegen sinkende Zinssenkungserwartungen. Was wird sich durchsetzen kurzfristig heute? Erstmal wahrscheinlich die KI-Euphorie, aber schauen wir uns die Dinge mal an. Die Zahlen von Nvidia waren natürlich das ganz große Ding und the entire global economy hing an Nvidia, so haben es viele gesagt. Ich hatte gestern ja diese Figur als Jesus bezeichnet. Sie hatten richtigerweise in vielen Kommentaren darauf hingewiesen, dass das Atlas ist, natürlich völlig zu Recht. Aber wir sehen natürlich, dass diese Atlas-Figur hier Jesus nachgebildet ist, der ja auch in vielen Darstellungen so nach unten mit dem Kopf am Kreuz hängt und die ganze Last sozusagen der Sünden der Menschen hier dadurch symbolisieren soll. Also however, Atlas, der jesuanische Atlas in gewisser Weise, der hat die Welt nochmal getragen und hier sehen wir diesen wilden Move. Wir haben zunächst mal ja diesen Move nach unten und dann sind wir nach oben gegangen. Dadurch hatte der S&P 500 deutlich zugelegt, mehr als 220 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. In wenigen Minuten sind da erstmal oder insgesamt hier hinzugefügt worden durch die Nvidia-Zahlen. Damit ist die Bewegung in den Indizes, die gestern antizipiert waren, noch größer, weil eben das die anderen Werte mitzieht, weil eben wenn Nvidia steigt, dann auch andere Werte steigen und nicht nur eben Nvidia hier mit eingepreist werden kann, wie ich gestern schon andeutete. Aber wie gesagt, wir waren ja zunächst mal ziemlich oder sind runtergegangen auf um und bei 640 Dollar nach den Zahlen. Hier sehen Sie diesen Docht hier nach unten, um dann massiv zu steigen. Jetzt bei 735 die Aktie geschlossen, 14% über dem Tief, das wir gestern gesehen hatten. Das ist ein Swing von über 250 Milliarden Dollar in 30 Minuten. 250 Milliarden Dollar ist um und bei das Bruttoinlandsprodukt von Portugal oder von Peru, Neuseeland, Irak, so diese Zone. Das heißt, hier werden in wenigen Minuten Dinge bewegt, die ganze Länder in einem Jahr eine komplette Wertschöpfung überhaupt nur erreichen. Und die wichtigste Aktie on Earth, wie Goldman Sachs gesagt hat, ist ja schon letztes Mal deutlich gestiegen bei den letzten Zahlen. Da ging es ja teilweise bis zu 30% nach oben und nachbörslich, um dann am nächsten Tag doch negativ zu schließen. Muss diesmal natürlich nicht so sein, aber es wird interessant sein zu beobachten, wie die Nvidia-Aktie dann heute reagiert beim zweiten Hinschauen. Die Zahlen natürlich gut, Earnings per Share 5,16 Dollar besser als erwartet, Revenue besser als erwartet, Data Center Revenue besser als erwartet und so weiter und so fort. Wir sehen, Data Center ist hier das zentrale Ding, aber es gab eben auch ein paar Unschönheiten, die schon erklären, warum die Aktie erstmal negativ war. Erstens, Revenue expected to be 24 Billion, also der Ausblick, da sagt Nvidia 24 Milliarden. Erwarten wir. Die Flüsterschätzung lag allerdings bei 25 Milliarden Dollar. Und der zweite Punkt war dann, dass die Margen etwas nach unten gehen. 71,5%, 72,5%. Man war von 75,5% ausgegangen. Wir dürfen ja nicht vergessen, Nvidia ist ja nur der Designer, nicht der Hersteller von diesen Chips. Mit anderen Worten, Nvidia ist in der komfortablen Situation, hier die Schaufeln zu designen, die andere dann herstellen, nämlich TSMC in Taiwan oder Thailand, wie kürzlich Habeck sagte. Gleichzeitig verkauft man dann diese Designschaufeln an die Goldgräber, die also ganz emsig nach Gold graben und sich sozusagen den ganz, ganz großen Gewinn erhoffen. Bisher ist das nicht eingetreten, aber der Schaufelverkäufer steht natürlich sehr gut da, weil der Goldrausch sehr groß ist. Und das zweite
Oder der dritte Punkt, der hier vielleicht zu denken geben sollte, ist, dass man gesagt hat, Data Center Sales to China declined significantly, also sind deutlich zurückgegangen. Und dann im Earnings Call hat man gesagt, die dürften auf diesem Level bleiben. Mit anderen Worten, das war ja eigentlich eines der Hauptargumente der Nvidia-Bullen, die gesagt haben, naja, die Nachfrage aus China, gerade wenn die jetzt damit rechnen, dass Trump dann Präsident wird, dann werden die nochmal alles bestellen, was geht. Dieses Argument fällt weg, jetzt sagen andere umso bullischer, weil ja dann praktisch die westlichen Firmen wie Google und Microsoft immer mehr nachgefragt haben, kann man beides gelten lassen. Aber eins ist klar, ein großer, wichtiger Markt ist praktisch weggefallen für Nvidia, jetzt muss es der Westen richten, jetzt müssen es die Technologiefirmen richten, die die großen Kunden von Nvidia sind, aber eigentlich selber ja diese Chips herstellen wollen und damit zu Konkurrenten werden könnten. Also, das ist die Situation mit Nvidia. Jetzt hier nochmal zu diesem Goldrausch. Natürlich wird KI ein Gamechanger sein, das bestreite ich gar nicht. In manchen Punkten ist die KI hervorragend, in vielen Punkten ist sie miserabel. Wir haben zum Beispiel einem Freund ein Bild geschenkt, und zwar ein durch KI erzeugtes Bild geschenkt. Der KI haben wir ein Foto gezeigt und haben dann gesagt, mach mal was im Picasso-Stil draus. Und wir haben 10 Entwürfe bekommen, 9 davon waren echt Schrott, waren schlecht, aber einer war hervorragend. Diesen einen haben wir natürlich dann geschenkt, aber es zeigte, da kommt viel Mist raus, aber es kommt eben teilweise auch Hervorragendes raus. Das Problem ist nur, dass du dich in der Welt eben tendenziell auf Dinge verlassen musst. Und wenn viel Mist dabei ist und teilweise Hervorragendes, wie will man das sozusagen dann einordnen? Das ist die große Frage. Hier sehen wir, dass deswegen eben die Potenziale von neuen Technologien im kurzen Zeitfenster überschätzt werden. Und wir sind jetzt in dieser Goldrausch-Überschätzungsphase. On the long run wird das etwas sein, was natürlich ein Gamechanger ist, aber wie gesagt, wir müssen uns einpendeln oder werden uns einpendeln. Derzeit ist die Euphorie schlichtweg zu groß. Sieht man auch gestern. Gestern zum Beispiel ChatGPT goes temporarily insane, also wurde krank sozusagen, hatte völlig halluziniert. Hier schreibt ein User, der sozusagen hier eine Anfrage gestellt hat, ging irgendwas um Hundefutter oder sowas, und dann fängt ChatGPT erst vernünftig an und driftet dann immer mehr ab ins Halluzinatorische, eine Art, und spricht dann wie Shakespeare plötzlich, also sehr, sehr abgefahren. Wir sehen also, dass das nach wie vor nicht wirklich ausgereift ist. Genau dasselbe gilt für den Microsoft Copilot, wo CT ja gesagt hat, das ist eine Frechheit. Und das ist ja das, womit bisher eben solche Firmen wie Microsoft mit KI wirklich Geld verdienen wollen am Konsumenten. Und bisher ist die ganze Geschichte halt noch nicht so weit, dass es wirklich etwas ist, was ich unbedingt brauche oder was man unbedingt brauchen würde. Also das nur mal am Rande bemerkt. Wir haben dann zum Beispiel auch solche Situationen, dass KIs natürlich ein Stück weit auch die Gedanken ihrer Schöpfer widerspiegeln, etwa Gemini von Google. Gemini hieß ja früher Bart. Bart hatte dann irgendwie einen schlechten Ruf, weil man am Anfang so ein bisschen Probleme hatte. Jedenfalls gibt es da Anfragen oder gab es Anfragen von User, zeig mir mal bitte eine Königin aus dem Mittelalter, und Gemini zeigt nur schwarze Königinnen, was im England des Mittelalters wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, aber ebenso diese woke Denke widerspiegelt. Und jetzt musste man sagen, oh sorry, ist vielleicht ein bisschen jetzt unpassend. Wir versuchen das mal so langsam zu verbessern. Also wir sehen, das ist sozusagen noch wirklich in den Kinderschuhen, diese ganze Geschichte. Jetzt kommen wir zur FED, meine Damen und Herren. Gestern die FOMC Minutes, und Tenor war, es ist zu früh, die Zinsen zu senken. Und hier auch eben das, was viele gesagt haben, dass man das Risiko sieht, dass die Financial Conditions zu lax seien vor der FED. Oder vor Veröffentlichung des FED-Protokolls hatte schon Bowman von der FED gesagt, die Zeit für eine Senkung der Zinsen ist definitiv nicht jetzt. Also eine ziemlich klare Ansage, und das alles in einer Situation, wo dieses FED-Protokoll entstanden ist, nämlich 30. und 31. Januar. Danach haben wir die US-Arbeitsmarktdaten gesehen, eine heiße Preiskomponente beim ISM, haben höhere Inflationsdaten gesehen, haben höhere Erzeugerpreise gesehen. Also das wird jetzt nicht dovischer gewesen sein, was die FED denkt. Inzwischen nach diesen sehr heißen Zahlen, und siehe da, wir sind jetzt nur noch bei 3 Zinssenkungen, was die Fed Fund Futures einpreisen für dieses Jahr, nämlich im Juni, dann ganz knapp im Juli nochmal eine, aber das ist eine 50-50-Geschichte, und dann im November
Und Nick Timiraos, der Fed-Flüsterer an die Märkte, sagt, nur zwei der Fed-Mitglieder sehen das Risiko, dass die Zinsen zu lange zu hoch jetzt sind. Das ist also eine ganz klare Minderheit und zeigt, dass das Risiko, dass die Zinsen zu hoch sind, von der Fed jetzt nicht mehr wirklich so stark oder in irgendeiner Form eine starke Beachtung findet. Und das ist eben diese Divergenz, diese Diskrepanz zwischen den Märkten und dem Fed-Speak, was ich gestern schon gezeigt hatte. Und Kevin Warsh hat sich gestern geäußert, der ehemalige Fed-Governor, der gesagt hat, ja, also die Notenbank, die Fed, die hat zu früh es zugelassen, dass sich dafür die Financial Conditions auflockern. Und vor allem war es eben Jerome Powell im Dezember auf der Pressekonferenz, als er sagte, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen, das wenige Tage, nachdem er vorher gesagt hatte, nein, Zinssenkungen sind überhaupt kein Thema. Also das ist natürlich durchaus ein Verschulden der Fed. Und gestern hatten wir interessanterweise eine Anleiheauktion, 20-jährige US-Staatsanleihen mit miserabler Nachfrage, daraufhin die Renditen gestiegen. Eins zeigt sich, die Investoren haben keine Lust auf langlaufende Anleihen, so kurze, so 3 Monate, 6-monatige Bills, die kauft man schon gerne, da sieht man kein Risiko, aber je länger die Anleihen laufen, umso tendenziell schlechter die Nachfrage. Wir sehen hier, die Dealer mussten 21% selber behalten, also in die eigenen Bücher nehmen, höchster Stand seit Mai 21. Die Indirects, das sind die Ausländer, nur 59,1%, niedrigster Stand seit Mai 21. Bid-to-Cover-Ratio, also was sozusagen Angebot-Nachfrage betrifft, niedrigster Stand seit August 22. Und eben eine sehr hohe Rendite, die hier gefordert wurde von den Käufern dieser Anleihe. Jetzt nochmal zurück zu den, das zeigt also sozusagen die Problematik hier mit Zinsen und auf der anderen Seite eben diese massive Verschuldung. Gestern hat Robert Kaplan auf CNBC gesagt, kein Wunder, dass die Inflation gerade im Dienstleistungssektor nicht vorbeigeht, weil eben der fiskalische Impuls so stark ist. Die Amerikaner haben letztes Jahr 7% Defizit gemacht zum BIP. Das passiert normalerweise nur in Rezessionen. Und Kaplan hat dann gesagt, ja, normalerweise macht man solche fiskalischen Stimuli in einer tiefen Rezession, aber nicht sozusagen in einer Wirtschaft, die ohnehin schon latent heiß läuft. Also das ist so ein bisschen die Problematik. Hier sehen wir mal Nvidia jetzt kurz vor dem Hoch, das man erreicht hat, dem Allzeithoch, der Nasdaq mit der bisher tieferen Hochs. Wir sehen hier, da ist man ja eigentlich aus diesem Aufwärtstrend schon rausgekippt, versucht jetzt wieder reinzukommen. In dieser Situation ähnliches, hier nochmal in anderer Darstellung. Hier sehen wir, dass diese bärische Wedge nach unten aufgelöst wurde, dann positive Divergenz. Jetzt sehen wir diese Rally, man versucht wieder in diesen Kanal also reinzukommen. Ähnliches gilt für den S&P 500. Da drohte man aus diesem längerfristigen Aufwärtstrend jetzt rauszufallen und hat es nochmal gerettet. Mal sehen, wie das da weitergeht. Der Nikkei, meine Damen und Herren, hat seinen Blasenhoch aus den 1990er Jahren überwunden. Und das, wo Japan in einer Rezession ist, parallele zum DAX, der heute auch ein neues Allzeithoch erreicht. Und Deutschland steht ökonomisch richtig gut da, wie wir wissen. Vor allem die Autokonzerne, Mercedes jetzt, sieht lower returns wegen einer schwächelnden Ökonomie. Die VW-Manager in Spanien sagen, also die geplante Batteriefabrik bauen wir wahrscheinlich nicht, weil die Nachfrage so schwach ist. Ich hatte gestern ja diesen Artikel gebracht mit dem Blutbad bei E-Autobauern, weil eben der Restwert der gebrauchten E-Fahrzeuge so dramatisch sinkt. Nicht nur, weil Tesla die Preise gesenkt hat, sondern auch, weil technologischer Fortschritt, weil Problem Batterie in Relation zum Auto relativ teuer. Wie auch immer, die EZB ist weiter in einer Vertrauenskrise, Verbraucherkrise auch, nachdem sie ja die Inflation nicht hat kommen sehen. Studie der Banque de France zeigt, dass wenig Vertrauen in die EZB herrscht. Und kein Wunder, wenn die EZB eben auch zu einer grünen Institution verkommen ist, wie ich oder wie wir bei Finanzmarktwelt neulich in einem Artikel gezeigt hatten. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Zum Schluss, Nvidia überzeugt, hält KI-Manie am Aktienmarkt am Leben. Stimmen von Beobachtern interessant. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung gilt zum Nikkei. Das Blasenhoch ist übertroffen. Es kann nur noch weiter aufwärts gehen, meine Damen und Herren, an den Aktienmärkten. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage jetzt das Servus und Ciao.